Also eine Frage hätte ich dann noch. Was sind diese Gebetsmeditationen eigentlich? Sind Gebete nicht irgendwie überholt? Hat das nicht irgendwas mit Religion oder Kirche zu tun? Nö, haben sie nicht. Die Gebete sind vor einigen Jahren entstanden, als es Menschen plötzlich nicht mehr möglich war, persönlich zusammenzukommen. Es sind speziell für die Anlässe neu aufgenommene und in 432 Hertz arrangierte Meditationen, die sich jeder teilnehmende Mensch vorab kinderleicht auf sein Handy oder einen Computer herunterladen kann. Jeder hat dabei die Wahl, ob das in einer speicherplatzschonenden MP3-Version oder einer hochauflösenden WAV-Version sein soll. Es sind Fernmeditationen. Du kannst daran teilnehmen, egal wo du dich befindest. Die Meditationen verbleiben danach im persönlichen Besitz und können auch weiterhin als Meditation zur Ausrichtung oder auch Reinigung angehört werden. Der Kostenbeitrag, den du dafür zahlst, entspricht immer nur deinen Möglichkeiten. Zusammen mit den Download-Links wird zudem umfangreiches Infomaterial versendet. Diese sind wichtig, um Hintergrundinformationen vorab zu erhalten und sich so auf die Thematik der Zusammenkunft vorbereiten zu können. Gemeinsam werden dann die Meditationen zeitgleich von allen teilnehmenden Menschen simultan angehört. Meist geschieht dies an einem Sonntag um 19 Uhr. So wird ein gemeinsames Feld aufgebaut, welches auch Tage danach noch spürbar ist. Die bisherigen Themenbereiche sind sehr unterschiedlich, von der Ehrung der Energien von Mutter Erde über Ahnenarbeit, der Rückholung von Seelenanteilen bis hin zu einer Ausrichtung auf die Christusenergie oder einem Erzengel. Die Meditationen stehen außerhalb jeder Religion. Sie sind darauf ausgerichtet, Menschen und ihre Energien zusammenzubringen. Ein Hauptaspekt der Meditationen, egal worum es geht, ist immer das Mitgefühl, der Segen, die Liebe und das Wohlwollen gegenüber der Schöpfung und allen Wesen. Wenn du das nächste Mal dabei sein magst, sende uns einfach eine Mail an marienquellinfo@gmail.com, Betreff Gebetsinfos. Gern senden wir dir dann unverbindlich weiteres Infomaterial zu den Gebeten und wie du daran teilnehmen kannst zu. Wir würden uns freuen, wenn du die Idee dieser Meditationen auch an Freunde und Bekannte weitergeben würdest, denn es gibt viele gute Menschen. Es wird Zeit, dass wir unsere Herzen wieder vereinen.